Hallo und herzlich willkommen. Heute am wunderschönen Dienstag. Wir reisen weiter nach Hohenstein. Hier ist wieder ein Tunnel. Ich glaube schon der dritte jetzt, ne? Habt damit gezählt. Hehe. Hier ist ein kleiner, wenn man jetzt hier hochgeht, kriegt man Schaden. Hehe. So, alles eingeplant. Hier ist eine Höhle. Habe ich mal so gefunden. So beim Durchgraben. Muss man natürlich auch absichern, dass da nichts hochkommt. Habe ich auch getan. Kann natürlich der eine oder andere Zombie-Naut auch nochmal durchrutschen. Da sieht man jetzt die wunderschönen Berge. Kommen wir langsam schon in die Hohensteiner Bergregion hier rein. Merkt man ja, dass es hier immer auf und ab geht, wie hier zum Bleistift. Da hat man auch immer mal schöne Aussichten auf die Berglandschaft. Vor allem den Zipfel da hinten. Wie viel ich hier noch nicht so wirklich bewegt habe. Kommt wahrscheinlich daran, dass ich da ein bisschen Erde hingepflanzt habe. Er merkt, der Weg, der geht immer mal nach Norden, immer mal nach Süden, immer mal nach Osten, immer mal nach Westen. Genau, hier kommt jetzt der Abzweig. Hier komme ich nicht hoch. Hier hat der Esel Probleme. Ah, da müssen wir dann mal gucken. Genau. Jetzt weiter nach Bergstetten, nur 2 Kilometer. Und hier nach Hohenstein, 0,6 Kilometer. Jetzt sind wir jetzt gleich in Hohenstein. Da kann ich euch das vorstellen, was ich hier getan habe. Ups, da bin ich kurz hängen geblieben. Hier ist wieder eine kleine Höhle im Berg gewesen. Guckt euch die wunderschöne Landschaft hier an. Habe ich noch mal eine Brücke gebaut, weil diese Brücke guckt in die Schlucht rein. Das ist die Grafensteiner Försthöhle. Und die dazugehörige Schlucht, da habe ich auch noch ein bisschen abgezäunt hier. Auf Wunsch von Enrico. Und da kommt man dann hier hinten beim Försterhaus von ihm raus. Ich zeige das mal, was auf den Schildern steht. Kann ja sein, hier das Fürstehaus. Ich kann da mal kurz hingehen. Ich glaube, das habt ihr auch noch nicht so wirklich im Let's Show gesehen, dass hier ein Fürstehaus ist. Das ist das Fürstehaus. Hier wohnt Herr Holzstiefel. Genau. Hier, Werkbank, Ofen. Zack. Und hier da ist auch was drin. Ja. Wie das so ist. Und hier oben ist ein schöner Schlafplatz für den Herrn Holzstiefel. So, wo ist der Esel? Da hinten. Ich freue mich, dass der Bug jetzt nicht so häufig ist. Nämlich den hatte ich in letzter Zeit sehr häufig. Den Bug, dass der Esel weg ist. Oder das Pferd. Enrico hat den auch in letzter Zeit ziemlich häufig gehabt. Aber das kann man nun mal nicht ändern. Das ist da. Genau. Und jetzt habe ich was vergessen. Nein! Cedric, hast du was vergessen? So, wir haben hier den Marktplatz. Den habt ihr ja schon mal im Let's Show gesehen. Wer das Let's Show nicht geguckt hat, der kann es gerne gucken vom hier September 2016. So, ich hoffe, du bist jetzt nicht weg. Genau. Wir haben hier. Er ist gerade geschlossen. Ne? Wenn er auf ist, ist er so. Na, ist auch ein bisschen blöd, oder? Geht man dann hier so rein. Upsala. Zack, zack. Na, vielleicht macht man das dann doch ein bisschen anders. Kann man das dann so machen, dass das hier oben dran ist irgendwie? Das geht auch nach oben auf, ne? Wenn ich jetzt hier Shift halte und das hier mache. Ja. Perfekt. Das geht da jetzt. Genau. Und dann können die hier schön verkaufen und wenn die keine Lust mehr haben, machen die einfach die Schotten dicht. Ja, da stehe ich zu nah dran.
Genau. Und hier gibt's in der Truhe ein bisschen was Wolle, ne? Feinste Wolle und Seide aus Nordwegen steht auch hier dran. Feinste Seide aus dem wunderschönen in den Bergen liegenden Nordwegen. Siehst du, da habe ich mich sogar verschrieben, aber ohne das N bei liegenden passt Nordwegen auch nicht drauf. Da muss ich das N von Nordwegen auch klein schreiben. Hier, feinste Seide und Wolle aus Nordwegen, kurz gefasst. Angebot: 16 Wolle oder 24 Teppich für 6 Mark oder 17 Goldnuggets. Hat noch niemand was gekauft. Oder gehandelt. Hier habe ich noch so einen kleinen Wollepröpel hingestellt, dass man die Qualität hier vor Ort prüfen kann, wenn man drüber läuft. Habe ich ein Schild dabei? Habe ich ein Schild dabei? Habe ich Holz dabei? Natürlich doch. Dann mache ich mir da kurz mein Schild. Eine Werkbank ist ja. Ich habe hier eine Werkbank gesehen. Warte mal. Hier. Da. Zack. Machen wir uns ein paar Sticks. Und wir brauchen auch noch hier. Zack, zack. So. Zalut. Zalut. Und tun wir hier jetzt ranschreiben. Will es auch nicht zu sehr beschildern. Ich will das nicht so sehr beschildern, aber das können wir an die grüne Wolle ranschreiben. Test Prüpel für weiche Füße. So, Test Prüpel für weiche Füße. Oh, super. Unser Esel, wo ist der? Wo ist die Ute? Oh. Hier. Ute, mach sowas nicht. Ja, mit mir kannst du es ja machen. So, Erde, Stein. Zack, Eisen. Du. Wir haben jetzt das hier gezeigt. Ich will auch nicht mehr zeigen hier. Ich wollte eigentlich dann nur noch hier oben. Hier oben. Unser Gebäude. Dieses hier. Hier wohnt Cedric Elsius. Habe ich das schon mal vorgestellt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier habe ich einen Plattenspieler hier. Übrigens hier ganz viele. So ein Zeug. Gut. Hier wohnt wohl jemand drin. Sie wohnt wohl hier drin. Ja. Okay. Können sie auch gern tun. Hier habe ich so. Ja. Ist eben da. Ne? So. Gut. Hier kann man sich reinsetzen. Zack. Können wir ein bisschen Fernsehen gucken hier oben. Zack. Na. Hier ist auch versteckt hier indirekte Beleuchtung, Drachen, Götter, ganz viele Bücher. Hier habe ich mich sehr gut ausgetobt. Das hat auch einen bestimmten Grund, warum das hier so ist. Dann ist hier die Spüle, wo es abtropfen kann. Ist gerade gar kein Wasser drin. Hier ist der Kühlschrank, das glaube ich auch, ja. Scheint schon verdorben alles. Hier sind die Öfen mit den Platten drauf. Hier ist auch ein bisschen was noch drin. Ja, ich bitte darum, das hier nicht rauszunehmen. Das ist ja, wenn ich mal zu Gast bin. Die müssten alle leer sein. Hier sind drei Seelensand. Ha, die nehme ich mit. Die nehme ich mit. Das lasse ich mir nicht verwerten. So, hier oben ist mein Wohnbereich. Muss man auch aufpassen, wie man hochgeht. Genau, mein Wohnbereich. Hey. Hier ist die Esse. Hier ist das Bett. Und hier ist die Schreibmaschine. Genau.
Die Schreibmaschine kann man so ein bisschen reinschreiben, die Memoiren, die ich irgendwann mal schreibe. Hier ist eine nach Farbe sortierter begehbarer Kleiderschrank. Was da alles drin ist, ist das Shit. Alles was gelb ist, alles was schwarz ist, alles was grün ist, alles was rot ist. Was ist für Kombinationen rauskommen, ist da wegen der Hammer. Was braun ist, ist ja klar, aber hier was so gräulich ist, ne? Spinnennetz, Eisen, Stein und grauer Teppich. 4 verschiedene Sachen. Finde ich schon lustig. Es scheint Nacht zu sein. Ich guck mal. Ja, es scheint Nacht zu sein. Dein Rico ist auch da. Und ich gehe schlafen. Bis morgen. Ciao, ciao.